Was genau testet ihr da jetzt an diesem Körper? Also. Mach mal Stopp. Geh mal rüber, dann können wir das. Also, wie man sieht, ich habe die ähnliche Position wie das Back. Gell? Natürlich eine einfache Stufe ist das. Ne? Mhm. Brust raus. Ne? Okay. Und dann kann man quasi das halten, ne? Damit man die Muskulatur quasi stabilisieren kann auf diese Art. Man kann es auch so machen. Ne? Die Beine versuchen durchzustrecken, Brust raus und stabil bleiben. Ne? Ist auch eine Art, wie man das trainieren kann. Und je länger man hier bleibt, je mehr anstrengend das ist für die Konzentration, die Balance und die Kraftdynamik zu halten. Cool. Oder so. Ne? Dann kann man schön eine Energiequelle umsetzen von der Streckextension, ja, mit die 90 Grad Position in der Statik. Und jetzt haben wir die Hände weg. Vorher hast du die Hände gehabt. Ne? Die ist alles schön nach vorne, gell? So, Brust raus. Durchgestreckt, Brust raus. Schön, perfekter Winkel, ne? Super. Ne? Nicht enden. Brust raus. Und tief ein- und ausatmen. Da merkt man, wie die Muskulatur arbeitet, ne? Unglaublich viel Körperstabilität. Okay? Schwerpunkt finden. Das wirst du schon gleich merken, was ich meine. Bleib erstmal bei dir. Brust raus. Brust raus. Mehr. Der ist dir. Merkst du, wie das überall arbeitet? Wenn du den Brust richtig raus tust, ne? Arme nach vorne strecken bitte. Die Hände bleiben so. Da ist der. Der merkt man sofort den Unterschied, wenn du richtig alle Muskeln ein.